Ja, sehr verehrte Studierende, wir wollen uns jetzt mit der Berechnung von Mantelflächen bzw. Oberflächen von Drehkörpern beschäftigen. Machen wir zunächst einmal eine Skizze. Also wir betrachten eine Funktion über einem Intervall AB. Lassen diese Funktion wiederum um die x-Achse rotieren. Dann wird da eben ein Drehkörper erzeugt und wir wollen hier diese Mantelfläche m bestimmen. Jetzt schneiden wir da ein Oberflächenelement heraus oder ein Mantelelement. Nehmen wir das da quasi durch die Sekante, dann haben wir da ein dm. Das wäre jetzt y, das wäre y plus dy, das wäre die Breite dx. Und wenn man dieses Mantelelement abwickelt, dann schaut es quasi so aus. Das wäre das DS, das Bogenelement. Ne? Das innen wäre 2πy und das außen wäre 2πy plus dy. Jetzt kann man quasi den Mittelwert da bilden dieser beiden und kann sagen, dass dm wäre jetzt quasi ds mal 2πy plus 2πy plus dy halbe. Habe ich mir verschrieben, das soll ein dy sein da. Ja, und wenn man das jetzt ausmultipliziert, dann haben wir 2πy, nochmal 2πy, aber wieder halbe, dann haben wir 2πy ds. Und dann als zweiten Term haben wir plus pi mal ds mal dy. Das ist quasi klein von zweiter Ordnung. Und die sind ja infinitesimal klein. Das heißt, wir können Terme, die klein von zweiter Ordnung ist, wegstreichen. Und wir bekommen für das Mantelelement dm 2πy ds. Oder wenn man das Ergebnis von den Bogenlängen einsetzen, Wurzel 1 plus y' Quadrat dx. Und m wäre dann eben Integral über dm oder eingesetzt Integral 2πy Wurzel 1 plus y' Quadrat dx von einem Wert a bis zum Wert b. Also das wäre die Formel für die Mantelfläche. Jetzt wollen wir als erstes Beispiel einmal den Kegelmantel uns anschauen. Also Beispiel 1, Kegelmantel. Lass mal eine Gerade rotieren. Spitze setzen wir den Ursprung. So. Okay, das wäre R, das wäre H, das wäre Y, das wäre X. Wir können wieder Proportion aufstellen, y zu x verhält sich wie r
zu h. Also y wäre x mal r durch h. Was wäre jetzt der Ausdruck Wurzel 1 plus y-Quadrat? Das wäre also Wurzel 1 plus, was heißt y', wäre einfach r durch h. Dann haben wir da Wurzel 1 plus r Quadrat durch h Quadrat. Was bekommen wir jetzt für unsere Mantelfläche? Also Integral 2by Wurzel 1 plus y-Quadrat dx. Und zwar, das x geht von 0 bis h. Da setzen wir alles ein, was wir haben. Und die Konstanten schmeißen wir vor das Integral. Dann haben wir 2pi Wurzel 1 plus r Quadrat durch h Quadrat. Und im Integral bleibt übrig das y. Also x mal r durch h. Dx, und zwar von 0 bis h. Ja, was wäre jetzt x integriert? Das wäre x Quadrat halbe r durch h ist eine Konstante, die ist in den Grenzen von 0 bis h. Da sieht man, der 2er kürzt sich raus. Das bleibt pi mal Wurzel aus 1 plus r Quadrat durch h Quadrat mal h Quadrat mal r durch h. H kürzt sich einmal, dann bringen wir dieses alleinstehende h unter die Wurzel durch Quadrieren, dann haben wir pi mal Wurzel aus h Quadrat plus r Quadrat mal r. Schauen wir nochmal unsere Skizze, was ist denn Wurzel aus h Quadrat plus r Quadrat? Das ist gerade die Bogenlänge s, die wir hier haben. Ist also pi mal s mal r. Also die Mantelfläche eines Kegels ist pi mal s mal r. Das haben wir schon bei einer Differentialrechnung einmal verwendet, wie man den Öffnungswinkel eines Kaffeefilters bestimmt haben, wo der Öffnungswinkel derart sein soll, dass möglichst wenig Papierverbrauch bei gleichem Volumen auftritt. Ja, jetzt ein weiteres Beispiel, was man sehr oft benötigt, das wäre die sogenannte Kugeloberfläche. Um die Kugeloberfläche zu bestimmen, muss man einen Kreis rotieren lassen. R, Y, X. Bei der Bogenlänge vom Kreis haben wir diese Berechnung schon einmal gemacht. Wir haben auf Y umgeformt, haben die Ableitung gebildet. Also 1 durch 2 mal die Wurzel. Innere Ableitung minus 2x. 2 kann man kürzen. Also die Rechnung haben wir schon bei der Bogenlänge des Kreises gehabt. Und wenn man Wurzel 1 plus y-Quadrat bestimmt, hat man 1 plus x-Quadrat durch r-Quadrat minus x-Quadrat. Und wenn man das auf gemeinsamen Nenner bringt, dann bleibt r durch Wurzel r-Quadrat minus x-Quadrat über.
Jetzt, wie kommen wir zu unserer Mantelfläche? Das wäre also Integral 2πy ds oder eingesetzt 2πy Wurzel aus 1 plus y'Quadrat dx, und x läuft von minus r bis plus r, dann setzen wir ein 2pi Wurzel r Quadrat minus x Quadrat wäre y, und die Wurzel ist r durch diesen Term. Manchmal hat man auch Glück in der Mathematik. Die x-Abhängigkeit kürzt sich raus. X geht von minus r bis plus r. Ja, r ist eine Konstante, dann kann man 2pi r vor das Integral schreiben. Integral dx wäre x. Das in den Grenzen von minus r bis plus r. Dann haben wir also 2pi r Quadrat minus 2pi r mal minus r. Minus mal minus gibt plus. Und es bleibt 4pi r Quadrat über. Eine ganz bekannte Formel. Die Oberfläche einer Kugel wäre 4pi r Quadrat. Sollen wir diese Oberfläche einer Kugel einmal dazu verwenden, um die Strahlungsleistung der Sonne abzuschätzen. Wenn die Sonne senkrecht auf die Erdoberfläche strahlt, dann hat man ungefähr 1000 Watt pro Quadratmeter zur Verfügung. Und jetzt wollen wir mal annehmen, dass die Sonne, das nennt man auch die Solarkonstante, jetzt wollen wir annehmen, dass die Sonne in jede Raumrichtung gleich viel Leistung abgibt, dann wäre die Leistung der Sonne, diese Solarkonstante, mal der Oberfläche in Abstand vom Erdradius, nicht? R wäre 150 Millionen Kilometer oder anders ausgedrückt 150 mal 10 hoch 9 Meter. Ja, dann setzen wir mal ein, was wir haben. Solarkonstante 1000 Watt pro Quadratmeter mal 4pi mal 150 mal 10 hoch 9 Meter in Klammer zum Quadrat. Wenn man das jetzt mit dem Taschenrechner eintipselt, dann bekommt man ungefähr 2,8 mal 10 hoch 26 Watt. Eine unvorstellbare Leistung, die die Sonne jede Sekunde abgibt. Zumindest noch die nächsten 5 Milliarden Jahre.